Hallo, hier ist wieder eure Gartenfee Maya. In einem meiner letzten Videos habe ich euch mein neues Projekt vorgestellt, und zwar mein neues Tomatenpflanzenprojekt. Und das könnt ihr jetzt hier hinter mir auch schon sehen. Viele Leute fangen ja jetzt damit an, Tomatenpflanzen auszusehen, auch zu pikieren, generell eben einzupflanzen in ihre Mini-Gewächshäuser. Und diesen Schritt habe ich bereits etwas früher im Jahr getan. Und dementsprechend, das können wir uns gleich auch mal genauer anschauen, diverse Tomatenpflanzen, die sich hier in meinem Anzuchtschrank befinden. Es handelt sich um einen, naja, bis zu 2 Meter hohen Anzuchtschrank, wenn ich hier die Höhe des höchsten Punktes des Schrankes sehe im Vergleich zu der Tür. Ich bin 1,54 Meter groß, da könnt ihr dann sehen, wie hoch dieser Schrank hier ist. Und er hat 1, 2, 3, 4, 5 Fächer. Ja, warte mal, 1, 2, 3, 4, 5 Fächer, genau. Mit 5 Heizmatten in jeder Etage. Das Ganze, wie gesagt, zeige ich euch auch gleich nochmal genauer, in welchen sich dann eben solche Mini-Gewächshäuser befinden, wo ich auch verschiedene Tomatensorten und auch andere Pflanzen wie die Passionsblume angepflanzt habe. Zusätzlich befindet sich hier oben an der Decke des Schrankes noch eine 45 Watt Beleuchtungslampe, nicht Heizlampe, eine Pflanzenlampe eben. Ihr habt auch schon in diversen Videos meine anderen Pflanzenlampen gesehen, die genauso aussehen wie diese hier eigentlich, mit dem Unterschied, dass diese hier wesentlich stärker ist. Also meine anderen Pflanzenlampen, Pflanzen-LEDs liegen bei 15 Watt und diese hier liegt bei 45 Watt. Und ja, wie man das hier schon sehen kann, es handelt sich um einen sogenannten Grow-Schrank oder eben auch Anzuchtschrank, Mini-Gewächshaus, wie man das formulieren möchte, welchen man sich ohne Probleme auch in das eigene Wohn- oder Schlafzimmer stellen kann, um dort seine eigenen Pflanzen anzupflanzen. Man kann sehen, dass das eben hier durchaus platzsparend ist. Und das Ganze hier gut abgedichtet ist durch diese Folie, die einmal den ganzen Schrank umhüllt. Und genau, ich überlege, ich habe auch noch einen weiteren Schrank auf jeden Fall, den ich schon zusammengebaut habe, in welchen ich noch Pflanzen hineinsetzen werde. Denn ich finde, dass das eigentlich eine relativ praktische Möglichkeit ist, viele Pflanzen in ein Gewächshaus zu setzen, wenn man normalerweise nur diese längeren Gewächshäuser hat, diese Bahnen quasi, die ich euch auch schon in anderen Videos gezeigt habe, die dann aber nur eine ganze Fläche über den Boden ausfüllen, aber nicht in die Höhe gehen. Und hier kann man die Fläche des Raumes dann eben optimal nutzen, da man sehen kann, dass dieser Schrank hier unwesentlich größer ist als ein IKEA-Regal oder so, diese IKEA-Regale mit den 4 Fächern übereinander. Ich würde sagen, von der Größe her sieht das ungefähr so aus. Und ja, jetzt schauen wir uns doch mal an, welche Pflanzen ich hier so angesetzt habe. Deswegen mache ich dann jetzt erstmal hier diesen Schrank auf. Ich muss mich übrigens korrigieren. Ich meine, ich hätte gesagt, dass sich nur eine Pflanzenlampe in diesem Schrank hier befindet. Ich meinte aber, dass sich in jedem Fach eine Lampe befindet. Genau wie eben eine Heizmatte. Das bedeutet, dass ich hier 5 Lampen, relativ helle Lampen, wenn man reinguckt, 5 Lampen und 5 Heizmatten habe. Sonst würde es ja keinen Sinn machen. Denn wenn ich nur ganz oben eine Lampe habe, dann würde hier unten ja nichts mehr beleuchtet werden. Und genau, das wollte ich auf jeden Fall nochmal klarstellen. Ich handhabe das so, dass ich immer beschrifte, was ich hier einsetze, was eben ich in meine Gewächshäuser gepflanzt habe, damit ich auch nicht vergesse, um was es sich hier handelt. Also ich habe hier zum Teil Ananassamen, Erdbeersamen bzw. verschiedene Sorten, die ich am 2.3. eingesetzt habe. Also wie gesagt, hier Ananas- und Erdbeersamen vom 2.3. Die Erdbeeren der Sorte Giant, spricht man das so aus im Englischen? Ich glaube schon. Und hier geht es dann weiter mit verschiedenen Tomatensorten, wie die Black Cherry Tomaten. Die habe ich euch auch mal bei meinem Instagram-Account gezeigt, beim Pflanzenmädchen. Da könnt ihr gerne mal meine Black Cherry, nicht Aussaat, sondern meine Ernte sehen von Black Cherry Tomaten. Hier habe ich Honigtomaten eingesetzt.
Hier Passiflora, was eben die Passionsblume ist und keine Tomatensamen. Und hier dann noch diverse weitere Tomatenpflanzen. Und hier oben eben auch schon, warte, hier oben schon welche, die gewachsen sind. Welche aber sich eben auch noch hier in dem Gewächshaus befinden. Das Ganze ist ganz gut, denn wie gesagt, jede Reihe wird hier mit einer 45 Watt LED beleuchtet. Das kann man hier sehen und da auch sehen. Und auch hier unten. Und die Gewächshäuser, hier kann man das sehen, stehen eben auf solchen Heizmatten, die auch durchaus warm werden, aber jetzt nicht sonderlich heiß. Was soweit ganz gut ist, denn Tomatenpflanzen benötigen insbesondere zur Zeit der Aussaat und beim Heranwachsen zu Jungpflanzen etwa 25 Grad Celsius und in Kombination mit der Wärme, solchen Pflanzen-LEDs und eben auch der hohen Luftfeuchtigkeit, welche hier gegeben ist durch dieses Konstrukt, auch mit der Folie hier, hat man damit ein ideales Gewächshaus für die Anzucht verschiedener Pflanzen und Tomatensorten, die man sich so wünscht. Man könnte eben hier auch Chilis einsetzen oder Paprikas, eben was das Herz begehrt. Man kann sich das hier so vorstellen. Es passen ungefähr zwei Mini-Gewächshäuser in ein Fach. Das heißt, wir haben 2, 4, 6, 8, 10. Das heißt, wir könnten auf jeden Fall 10 Gewächshäuser hier reinstellen mit unterschiedlichen Arten und Sorten von verschiedenen Pflanzen. Und auch Früchten. Und dementsprechend denke ich, dass hier schon eine große Vielfalt gegeben ist, wenn man sich zu den Hobbygärtnern zählt, die viel Wert darauf legen, diverse verschiedene Pflanzen hier heranzuziehen bzw. einzusetzen. Ich wollte euch das Ganze jetzt mal beispielhaft an diesem Gewächshaus hier zeigen, an welches ich Johannisbeertomaten eingesetzt habe am 3.3. Zum heutigen Zeitpunkt haben wir, glaube ich, den 12.3. Ich glaube, es ist der 12.3. Also am Montag ist auf jeden Fall der 15.3. und wir haben jetzt Freitag. Dann könnt ihr euch das ja umrechnen, da dieses Video ja wesentlich später hochgeladen wird. Und man kann sehen, dass innerhalb von 2 Wochen die Pflanzen hier doch auch schon, also man kann es nicht so gut sehen, aber wenn ich das Licht etwas herunterschalte, dass die Pflanzen doch auch schon recht gut gewachsen sind. Natürlich sieht das jetzt in dem Licht etwas komisch aus. Es handelt sich hier ja um Pflanzen-LEDs mit einem Rot-Blau-Licht, beziehungsweise mit einem Licht mit einem höheren Rot- als einem Blauanteil. Einfach auch aus dem Grund, weil das das Licht ist, welches die Pflanzen benötigen und auch verwerten. Und wie gesagt, um 45 Watt LEDs. Und ja, man kann trotzdem sehen, dass die Pflanzen hier auf jeden Fall schon eine ordentliche Größe erreicht haben. Ich sage das deswegen auch nochmal, weil es oft empfohlen wird, Tomatensamen, insbesondere wenn man sie jetzt einsät, erst in ein Bad mit Kamillentee oder so einzuweichen. Aber das ist gar nicht nötig. Also das mache ich bei meinen Samen nie, sondern ich setze sie einfach so in die Erde. Und man kann sehen, dass ich hier zum Teil fast schon zu viele Pflanzen habe für meine Becken hier, für meine kleinen Gewächshäuser. Ja, wenn man so ein Gewächshaus hat mit einer Pflanzenlampe, mit einer Heizmatte, mit einer ordentlichen Luftfeuchtigkeit, dann ist es wirklich nicht notwendig, die Keime zuerst irgendwo einzuweichen. Manchmal sehe ich das auch, dass die Leute die Samen einfach in ein Handtuch legen, das Handtuch befeuchten. Und man sieht auch bei diesen Samen, bei den Pflanzen oft, dass sie schon nach kurzer Zeit keimen. Oft wird bei Pflanzen und bei Samen eher zu viel gemacht. Also in den meisten Fällen wachsen die Samen und die Pflanzen wirklich auch gut, wenn man sie einfach so in Anzuchterde hineingibt und dann einige Zeit abwartet. Wie gesagt, bei diesen Pflanzen hier ist das jetzt noch keine 2 Wochen her und die haben eben schon eine ordentliche Größe erreicht. Es ist nur eben immer etwas schwer zu erkennen hier mit dem Licht, aber ich denke, dass man das Ganze hier schon ganz gut sehen kann, dass sich hier überall die diversen kleinen Pflanzen befinden. Also zusammenfassend möchte ich nochmal sagen, dass ich finde, dass solche Standgewächshäuser, ich weiß gar nicht, wie man die genau nennt, dann Gewächsschrank, Gewächshausschrank, wie auch immer, dass ich finde, dass die ideal sind für kleinere Wohnungen, wenn man eben nicht die Möglichkeit hat, ein
Garten zu besitzen. Man könnte hier natürlich auch eine Ebene rausnehmen und dann Pflanzen dauerhaft hier in diesem Schrank halten. Also eine Tomatenpflanze, die 2 Meter hoch wird, wenn man sie ganz unten einsetzt, dann hat sie natürlich auch die Möglichkeit, hier 2 Meter nach oben zu wachsen. Gut, damit man Früchte ernten kann, müsste man sie natürlich auch selbst bestäuben. Aber ich möchte euch nur die Möglichkeiten aufzeigen, die ein solcher Schrank bieten kann, wenn man gerne eigenes Gemüse, eigenes Obst anbauen wollen würde, beispielsweise, aber eben nicht die Möglichkeiten eines Gartens oder eines Balkons hat. Zudem kann man mit so einem Gewächshaus natürlich auch schon wesentlich früher mit der Aussaat von Pflanzen beginnen. Vor März, auch schon im Januar, im Februar. Da sind euch eigentlich keine Grenzen gesetzt, sofern ihr die Pflanzen natürlich dann nicht nach draußen umsiedeln wollt. Man kann es ja auch gut sehen. Ich habe euch ja gezeigt, wie groß das hier ist. Das ist, naja, wenn ich mich so dahinstelle, ist es auch nicht wesentlich breiter als ich, dieses Gewächshaus hier. Also wenn ihr einen Menschen irgendwo hinstellen könnt, könnt ihr wahrscheinlich auch so ein Gewächshaus, einen Grow-Schrank, ein schwieriges Wort, irgendwo hinstellen. Und ich kann euch das Ganze auf jeden Fall empfehlen, denn ich sehe das eine alternative platzsparendere Methode an, als es zum Teil hier bei mir auch so ist, mit meinem Tisch, der voll mit verschiedenen Pflanzen unter diesen Pflanzenlichtern ist. Und ja, genau, ansonsten würde ich mich da aber dann auch mit diesem Video bei euch verabschieden. Ihr könnt mir ja mehr, gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr euch der Existenz solcher Schränke bewusst wart, denn ich wusste das lange Zeit gar nicht, dass es sowas gibt. Umso mehr freue ich mich natürlich auch, das Ganze mit euch jetzt mal teilen zu können. Ihr könnt dem Video auch gerne einen Daumen nach oben geben, wenn es euch gefallen hat, und mich abonnieren, falls ihr das noch nicht getan habt. Ansonsten hoffe ich, dass wir uns bald wiedersehen. Eure Gartenfee Maja. Auf Wiedersehen.